Ja, ich habe das Fenster offen. Muss mal ein bisschen lüften. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche stören nicht zu sehr. Ich habe hier was gekauft. Harry Potter, Jelly Beans, nein, Bertie-Botts Bohnen. Mit alles Geschmack. Eine lustige Sache. Bertie-Putzbohnen in jeder Geschmacksrichtung. Die werde ich jetzt mal öffnen. Und dann mal schauen, was wir damit in der nächsten Zeit anfangen. Ich öffne es direkt mal für die Kamera. Ich brauche eine Schere. So, da haben wir es aufgemacht. Naja, das riecht ja schon ganz widerlich. Hier haben wir drauf. Müssen wir natürlich greifen, ohne nachzugucken. Geschmack: Banane, schwarzer Pfeffer, drei Beeren, Nasenpopel, Zuckerwatte, Kirsche, Zimt, Dreck haben wir mit dabei. Schmeckt bestimmt auch ganz interessant. Regenwurm, Ohrenschmalz, Gras, grüner Apfel, Marshmallow, faules Ei, Wurst, Zitrone, Seife, Tutti Frutti, erbrochenes und Wassermelone. Ja, mir ist beim Durchlesen jetzt schon ein bisschen schlecht geworden. Ihr seht das hinten, die Sorten, die es gibt. Ich ziehe jetzt einmal raus. Ganz vorsichtig, ohne zu gucken, was es denn sein könnte. Hier haben wir was Grünes. Das kann doch nicht gut sein. Es kann eigentlich nur schlecht sein. Ein grünen Jelly Bean. Ich gucke nicht drauf, was es für Sorten davon gibt. Könnt ihr mal gucken, was es für grüne Jelly Beans gibt, welche Sorten. Könnt ihr auch wahrscheinlich nicht lesen, aber ich riskiere es mal. Grün. Oh Mann. Eindeutig Wassermelone. Ja, Wassermelone. Sehr gut. Bin ich ja noch mal davon gekommen. Ich würde mal sagen, vielleicht kriege ich meine Schwester noch dazu überredet, dass sie davon eine kostet. Ansonsten würde ich mal die Challenge beginnen und mal sagen, das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, weil es nicht richtig, es sei denn, ich mache eine Vier-Fünftel-Aufnahme. Da habe ich Facecam dran, dann kann ich das machen. Ich würde mal sagen, einfach mal aus Prinzip, immer wenn ich in irgendeinem Spiel, Pokémon zum Beispiel, einen Kampf verliere, oder ein Mario-Spiel. Ja, Mario-Spiel, das mal aus, da sterbe ich zu oft. Aber wenn ich in einem Spiel verliere, zum Beispiel einen Trainerkampf verliere in Pokémon, dann muss ich eine von diesen Beeren, Quatsch, nicht Beeren, Jelly Beans, von diesen Beans nehmen. Machen wir so. Und weil ich ein ganz mutiger bin, nehme ich jetzt zum Ende noch eine. Was nehmen wir denn? Nicht die, das ist ja relativ eindeutig, was das ist. Ich nehme so eine blaue hier. So eine blau-weiße. Ich weiß echt nicht, was es für Sorten gibt. Doch, ich weiß, was es für Sorten gibt, aber habe es mir nicht gemerkt. Ich probiere es mal. Könnte Seife sein. Ja, die hellweißen. Seife.
schmeckt nach Seife. Na dann, wie auch immer, mach mal so, oder? Ich versuche jetzt nochmal jemanden dazu zu kriegen, dass hier noch eine schluckt. Ansonsten, Challenge für die nächsten Tage, für den nächsten Part. Heute werde ich schon gleich den nächsten Part aufnehmen. Ich bin gespannt, wie oft wir hier den Boden mit alles Geschmack futtern werden. Nice. Ich wollte euch noch was zeigen, warum mich jemand vor bestimmt einem ganzen Jahr schon in den Kommentaren gefragt hat. Da hinten, hinter mir, das kleine blaue Heft. Das wollte ich euch mal zeigen. Ist es in der AfD? Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Hier direkt neben dem Schild Kindergarten zu anspruchsvoll werde YouTuber. Ja. Hier ein kleines Heftchen. Ein ganz, ganz dünnes Heftchen. Ja. Christliches in der AfD. Habe ich auf meinem Dings stehen. Auf meinem Regal. Da geht aus. Können wir es mal zeigen. Da ist gerade der Salazar umgefallen. Fluch der Karibik. Über. Sie wollen etwas über christliche Inhalte in der Partei Alternative für Deutschland erfahren. Wir haben recherchiert. Seite 9 und haben herausgefunden, da gibt's nichts. Ja, nichts. Sie können blättern, so viel sie wollen. Es gibt nichts. Na, nächste Seite. Ja, hier, leere Seite. Leere Seite. Leere Seite. Noch mehr leere Seiten. Leere Seiten. Ja. Ein kleiner Gag. Dieses Büchlein. Wirklich nichts. Sollten Sie christliche Standpunkte in der AfD benennen können, dürfen Sie uns diese gern mitteilen. Die überzeugendsten Zusendungen behalten wir uns vor, in einer eigenen Broschüre, wenn gewünscht, anonymisiert zu veröffentlichen. Mit der Einsendung geben Sie Ihr Einverständnis dafür. Ja. Noch ein spannender Klappentext. Ja. Ein kleines, witziges Buch zur AfD vom Echter Verlag. Gibt's schon eine Weile. So, habe ich mir damals mal geholt. Gibt es, glaube ich, immer noch zu kaufen, wenn ich mich nicht irre. Kostet, glaube ich, nur 2 Euro. Habe ich hier mal im Hintergrund stehen. Ja. Habe ich mir übrigens mal in diesen Karteikarten, auch ganz interessant, habe ich mir mal die hier aus NCIS, die Gipsregeln, habe ich mir mal aufgeschrieben. Hier, Regel Nummer 30. Hebt ihr das Beste immer zum Schluss auf. Ich glaube, ich habe das immer so ein bisschen selbst ergänzt noch. Ja, Regel Nummer 69. Traut keiner Frau, die ihren Mann nicht traut. Ja. Hier die Gips-Regeln, die Agent-Gips. Den CRS-Regeln. Was haben wir hier noch? Regel Nummer 1. Bemühe dich aufrichtig um Erkenntnis. Ah ja, die habe ich selbst. Sind so auch mal ein bisschen die Regeln ein bisschen selbst ergänzt. Na, Regel Nummer 9 finden wir die noch. Regel Nummer 11. Ist die Arbeit getan, geh nach Hause. Ja. Gipsregeln auf Karteikarten. Nochmal eine coole Sache. Einfach so mal aus Spaß in den Salazar wieder aufstellen. Ja, in dem Sinne,
Kindergarten zu anspruchsvoll werde, YouTuber. Ja. Alles nice Sachen hier auf meinem Regal. Hier das Puzzlespiel, was hier, das Super Mario Puzzlespiel, das müssen wir auch mal machen. Das habe ich seit Weihnachten 2017, glaube ich, habe ich noch nicht angefasst. Ist noch in Originalverpackung. Sitzt hier noch verschweißt. Würde ich auch mal ein Video machen. Kann man mal machen. Na dann heute mal ein kleines, ich weiß nicht was Video. Kleiner Setlog, ein kleines improvisiertes Video, wo ich euch mal ein bisschen was gezeigt habe. Die Jelly Beans, die Bertie Bots Bohnen. Da das kleine Heftchen. Ja, in dem Sinne, wünsche ich euch noch frohe Ostern heute. Das war mein erster Osterhase, den ich noch nicht angerührt habe. Den habe ich schon am Donnerstag geschenkt bekommen. Den werde ich auch mal im Laufe des Tages oder der Woche verspeisen. Ja. Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Ein paar schöne Feiertage. Genießt es und man sieht sich. Haut da rein. Ciao, ciao.